herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute in dieser Folge soll es um Verlust- und Existenzängste gehen und vor allen Dingen darum, wie dein Wurzelchakra dir bei diesen Themen helfen kann. Denn ganz häufig wissen wir gar nicht, woher unsere Ängste kommen. Also bei mir kommen manchmal Menschen ins Coaching, die sagen, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, da kann es natürlich ganz klar um karmische Themen gehen. Da kann es um Ahnenthemen gehen, die hier der Auslöser sind. Und diese Themen sitzen in unserem Wurzelchakra fest. Unser Wurzelchakra ist für unsere Erdung zuständig, für unsere Stabilität, für unsere innere Sicherheit, für unser Selbstbewusstsein, für unsere spirituelle Klarheit, für das Gefühl, zugehörig zu sein im Leben. Und interessanterweise auch für gute Finanzen. Ja, da sind wir bei Existenzangst. Und wenn jetzt in irgendeiner Form das Urvertrauen gestört wurde, die Existenzberechtigung in Frage gestellt wurde, dann lösen sich Ängste aus. Und diese Störung, die sitzt in unserem Wurzelchakra. Ganz häufig befindet sie ja schon sehr früh in unserem Leben statt. Und das Wurzelchakra ist das Erste, was sich ausbildet. Und so in den ersten 3 bis 5 Jahren wird es also ganz kraftvoll ausgebildet. Und wenn es da eine Störung gibt, dann schleppen wir das oft unser Leben lang mit uns rum. Es sei denn, wir lösen das Thema, wir lösen diese Blockade auf. Und wenn die nicht aufgelöst wird, dann bleiben dem Menschen ganz häufig Ängste zurück oder aber auch Existenzängste, weil wenn du dir vorstellst, dass deine Existenzberechtigung ganz früh ja, mit deinem Urvertrauen sich bildet, dann kannst du dir natürlich vorstellen, wenn das nicht gelöst ist, dass du später im Alter, also wenn du dein Geld verdienst, einfach ständig das Gefühl hast, deine Existenz ist nicht gesichert. Und diese Menschen haben ganz häufig auch entweder mehrere Jobs, ja, und trotzdem reicht das Geld vorne und hinten nicht. Oder aber, verdienen erst gar nicht so viel. Das Geld flutscht immer wieder weg. Und wir wissen alle, dass unser Mindset immer ganz wichtig ist, ne? Also, dass wir uns reich fühlen sollen, zum Beispiel, wenn wir gute Finanzen haben wollen. Aber für diese Menschen ist es einfach total schwierig. Da greift dieser Satz gar nicht. Die können noch so viel affirmieren und noch so viel sich positiv auf die Finanzen einstimmen. Diese innere Existenzangst, die sich ganz früh gebildet hat, die sorgt einfach dafür, dass die Energie stärker ist, als sich eben einzureden, alles wäre super. Und wir gucken einfach mal, was kann denn zu einer Störung führen, die im Wurzelchakra vorhanden ist und eben diese Themen aufwirft. Wichtig vorweg ist, mir geht es hier in keinster Form um Schuld, ja, oder Schuldzuweisung. Meiner Auffassung nach hat sich unsere Seele bestimmte Lebenserfahrungen und auch die damit verbundenen Situationen ausgesucht. Ja, also alles ist richtig und alles musste so sein, damit du dich so entwickelst, wie du dich entwickelt hast. Ja? Und sobald wir diese Sichtweise schon annehmen können, ja, können wir auch dafür sorgen, dass Blockaden sich auflösen und das Chakra auch wieder eine Harmonisierung erfährt. Also kommen wir mal zu den Blockaden. Was führt dazu? Ja? Zum Beispiel, wenn die Schwangerschaft problematisch gewesen ist, wenn es Umstände gegeben hat, die bei deinen Eltern, also vornehmlich bei deiner Mutter, aber es greifen auch beide Eltern, Ängste ausgelöst haben. Ein Geburtstrauma, ganz, ganz häufiges Thema. Ja? Das heißt also, während deiner Geburt ist irgendetwas passiert, was dem Säugling das Gefühl vermittelt hat, mein Leben ist nicht sicher. Ja? Dann kann das eine ganz, ganz tiefe Prägung im Wurzelchakra und somit eine Disharmonie, eine Störung hervorrufen, von der sich das Wurzelchakra so von alleine mal gar nicht so erholt. Ja? Oder wenn du ein ungewolltes Kind gewesen bist, oder aus irgendwelchen Gründen Trennung nach der Geburt von der Mutter. Ich hatte mal eine junge Dame im Coaching für eine Weile, die deren Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Das ist natürlich ganz krass. Ne? Und die ist zwar total liebevoll von ihrem Vater und von ihren Großeltern aufgezogen worden, hatte auch an sich eine schöne Kindheit, hatte auch eine liebevolle Stiefmutter bekommen und trotzdem hatte sie ihr Leben lang unfassbare Ängste. Und
ja, bis wir das dann eben gelöst haben. Und solche Themen können natürlich eine Rolle spielen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Da gibt es natürlich auch in kleineren Schreckmomenten wie Nabelschnur um Hals, ja. Oder die Mutter musste noch im Krankenhaus bleiben oder du musstest im Krankenhaus bleiben, deine Mama ist schon nach Hause gefahren. Also da gibt es einfach ein paar Themen, die können sehr, sehr stark das Trennungsgefühl hervorrufen und es bleibt dann in Angstform stecken. Genauso wie wenn wir uns nicht willkommen gefühlt haben als Kind. Ja, wenn es irgendwelche Lebensumstände gab, die einfach das Gefühl gegeben haben, du passt da nicht rein. Ja, es kann was ganz Einfaches sein, wie Eltern selbstständig, ja, große Sorgen, große Probleme, sind viel am Arbeiten und hatten nicht so viel Raum. Ja, oder wenn körperlich zu wenig Bindung zur Mutter entstanden ist oder bestanden hat, wir zu wenig Zuwendung, Liebe oder Geborgenheit bekommen haben. Missbrauch, ganz klar, körperlich, emotional wie mental. Oder eine gewalttätige Umgebung, ein gewalttätiges Elternhaus oder eben wo auch immer du groß geworden bist, ja, wenn es da viel Gewalt gegeben hat oder aber auch Alkoholabhängigkeit. Ja, und was natürlich auch ganz stark einwirkt ist, ja, wenn wir so einschränkende Programmierungen bekommen haben, wie du bist zu dumm, du kannst nichts, ja, all diese Dinge, wenn dir da viel von eingeredet wurde, dann hat sich deine Programmierung gebildet, die sich festgesetzt hat. Vor allen Dingen ganz relevant sind so die ersten 3 Lebensjahre. Man sagt zwar bis zum 5. Lebensjahr und das stimmt auch, ja, aber die ersten 3 Lebensjahre bildet sich das Wurzelchakra so richtig intensiv aus, die weiteren 2 auch noch, aber eher etwas untergeordneter. Ja, du kannst auch Themen am Körper spüren, wie Probleme mit den Füßen, den Beinen, dem Rücken und dem Kreuzbein, generell dem Skelett und den Nebennierendrüsen, nur mal so am Rande. Und wenn da Themen bei dir aktiv sind, wenn du einfach spürst, okay, das kann bei mir verdammt gut sein, entweder merkst du es daran, dass du Ängste hast oder immer zu wenig Geld, besonders Existenzängste natürlich, dann solltest du dich ganz dringend um dein Wurzelchakra kümmern. Und das lohnt sich richtig, richtig doll, denn wenn es disharmonisch arbeitet, dann kreisen dein Denken und dein Handeln permanent um materielle Themen wie Besitz und Sicherheit. Ja, dann willst du deine Existenz absichern, vielleicht auch mit unglaublich vielen Versicherungen. Ja, du wirst nicht loslassen können. Zu den Versicherungen fällt mir ein. Also ich hatte auch viele Jahre ein disharmonisches Wurzelchakra und das war wirklich bei mir so, als ich dann mich um meine eigenen Themen kümmern musste. War das Erste, was ich machte, mich in allen Variationen absichern. Also ich glaube, ich gehörte zu den Menschen, die so richtig krass überversichert waren. Und sobald ich das Thema gelöst hatte, merkte ich, okay, wow, da kannst du das eine oder andere wirklich zugunsten deiner Lebensqualität mal abstoßen. Ja? Und solche Existenzängste können ganz krass sein. Ich erinnere mich an eine Zeit, das war dann der Zeitpunkt, wo ich das Thema auch richtig angegangen bin, wo mir das so richtig deutlich wurde, dass ich nicht mehr dran vorbeischauen kann, dass ich eines Nachts wach geworden bin mit einem riesen Herzrasen und auf einmal eine Existenzangst da war, die war im wirtschaftlichen Bereich, also im finanziellen Bereich ganz, ganz stark zu spüren und das hörte nicht mehr auf. Also ich habe wirklich Tag und Nacht, ich konnte auch nicht mehr schlafen, ich hatte solch eine Panik, dass finanziell bergab gehen würde. Es gab keinen Grund, es ging mir gut zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich halt festgestellt, dass das Thema Ängste generell so ein Thema ist bei mir und auch vor allen Dingen immer Existenzangst. Ich hatte auch immer Angst, mir könnte was passieren. Ja, ganz besonders intensiv ist das ausgebrochen, als ich meine Tochter zur Welt gebracht hatte. Ja, und dann war mir dann irgendwann klar, Mensch, da muss irgendwas passieren. Und Gott sei Dank, ja, bin ich dann einfach so richtig schön in die Tiefe gegangen und das Chakra-Thema war zu dem Zeitpunkt schon bei mir und war einfach ein Zeichen für mich, okay, die oberflächliche Harmonie ist es jetzt nicht, also da muss man richtig in die Tiefe gehen. Ja, du, also wie gesagt, das Versicherungsthema hatte ich schon angesprochen, überhaupt so eine starre Energie, also an Vorstellungen, Prinzipien, Gewohnheiten festhalten. Manche Menschen haben extreme Begierden oder ein wütendes, aggressives
das gewalttätige, schuldzuweisendes Verhalten. Und vor allen Dingen, wenn Wünsche nicht durchgesetzt werden oder Vorstellungen. Wir tun es oft schwer mit Veränderungen, wenn unser Wurzelchakra nicht vernünftig arbeitet. Und auch emotionale Situationen zu verändern, Dinge einzugestehen, Schwierigkeiten zu lösen, also für uns selbst einzustehen. Und wir haben ständig Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte, bis hin sogar zu Suchtverhalten. Und das fühlt sich natürlich unglaublich unangenehm an. Also wir können uns natürlich vorstellen, dass unsere ganze Entwicklung ins Stocken gerät, wenn wir an dem Punkt eine Problematik haben. Ja? Die harmonische Funktion, also was ist, wenn dein Chakra harmonisch arbeitet, dann sagst du einfach Ja zum Leben. Du stehst mit beiden Beinen fest im Leben und du fühlst dich willkommen und total angenommen. Dein Vertrauen ins Leben selbst und aber auch in dich selbst stärkt sich total. Du hast eine innere Stärke und eine Durchsetzungsfähigkeit, eine Entscheidungsfreude, eine Aktivität, ein hohes Selbstbewusstsein. Ja, und fühlst dich einfach mega wohl in deinem Körper. Bist zufrieden, erfolgreich in deinen Beziehungen. Ja, auch im Beruf, in finanziellen Dingen. Auch, also da kann ich sowieso nur ein Lied von singen. Also ein harmonisches Wurzelchakra. Auf einmal funktioniert dann eben auch alles. Ja, also auch die finanziellen Dinge. Ja, wir sind einfach dann geerdet. Wir haben eine immense Lebensfreude und auch unsere sensitiven Fähigkeiten leben wir mit einer gesunden Spiritualität. Und ich finde, unsere Chakren sind so unglaublich wichtig. Es sind unsere Lebensenergiezentralen, unsere Bewusstwerdungszentralen. Und sie haben einen so starken Einfluss auf unser Leben und auf unsere Lebensqualität, dass wir uns gar nicht genug darum kümmern können. Wir können körperliche Themen damit lösen, seelische Themen, aber auch Themen, die in unseren Lebensumständen verortet sind, wie zum Beispiel Erfolg im Beruf, ja, um ein Thema zu nennen. Jedes Chakra beinhaltet ja andere Bezüge zu anderen Themen. Der Energiekörper, den das Chakra, das Wurzelchakra um uns herum bildet, ist der Hexaeder, das ist eine Würfelform. Der Würfel ist die stabilste Form im Universum und wenn der Energiekörper, der Hexaeder ausgebildet ist, dann sind wir total geschützt, dann sind wir unglaublich stabil, uns kann nichts mehr erschüttern. Ne? Stell dir einen Würfel vor, egal auf welche Seite der fällt, der steht immer. Und so kannst du dir das vorstellen mit deinem Wurzelchakra, wenn du dein Wurzelchakra, wenn du dich darum kümmerst, dann stehst du immer, egal was passiert. Und ich kann das von meinen Klienten, von mir selber sagen, dass egal was ins Leben kommt, auch wenn mal was Erschütterliches ins Leben kommt, das hast du ein kraftvolles Wurzelchakra. Da kann ja nichts passieren. Das nimmst, du gehst auch ganz anders mit den Dingen um. Ja, und wir wollten wissen, was können wir tun? Ja, was können wir tun, um uns um unser Wurzelchakra zu kümmern? Also, als erstes möchte ich sagen, wenn dich das Thema überhaupt interessiert, du vielleicht Lust hast, für dich selbst und für andere, generell für deine Chakren etwas zu tun, vielleicht auch einen Beruf daraus zu machen, und zwar einen erfolgreichen Beruf daraus machen möchtest, dann melde dich doch bei mir. Es wird im Jahr 2020, aber in den Folgejahren natürlich auch, immer eine Ausbildung geben. Das ist die Ausbildung zur Chakra-Therapeutin oder zum Chakra-Therapeuten. Das könnte also deine Zukunft sein. Da kannst du dich sehr gerne bei mir melden, dann quatschen wir mal einfach. Ist das was für dich oder eher dann doch nicht, ne? Also da wirst du wirklich umfassend spirituell ausgebildet, was die Chakren anbelangt und da starten wir richtig durch und das macht enorm viel Spaß. Also wenn du dich da anschließen möchtest, einfach mal melden. Ja, ansonsten hast du natürlich die Möglichkeit, dich über verschiedene Themen deinem Chakra zu widmen, ja? So die ganz einfachen und gut umsetzbaren Themen sind zum Beispiel ätherische Öle, ja, wie das Zedernholz, Rosmarinöl oder Zypresse. Das steht fürs Wurzelchakra. Aber auch Steine sind gut, wie zum Beispiel der rote oder der Blutjaspis, genauso wie die rote Koralle.
Wir haben spirituelle Hilfsmittel, die sind sehr intensiv. Also da geht es auch um die heilige Geometrie und die sind natürlich super spannend. Das habe ich euch gerade erzählt. Der Hexaeder bildet sich aus über ein aktives, harmonisches Wurzelchakra. Und über diese heilige Geometrie zu arbeiten, ist natürlich ein Traum. Und da gibt es den Amenti-Kristall. Der Amenti-Kristall ist eine Pyramide mit einer Würfelform als heilige Geometrie inside. Also es ist mega stark. Und das ist ein Lichtkristallwerkzeug, ein hohes spirituelles Werkzeug, welches du dir gerne mal anschauen kannst. Den Link zum Shop packe ich dir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Oder als Kettenanhänger den Charm, Karma-Auflösung getragen, auch in Würfelform. Auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, etwas für dein Wurzelchakra zu tun. Ansonsten, alles, was dich erdet, ja, ganz, ganz wichtig ist, das Wurzelchakra hat einen Bezug zur Erdung und da mit beiden Füßen im Leben stehen, ja, natürlich sitzen, nicht mit überschlagenen Beinen, sondern wenn du sitzt, stell deine Füße fest auf den Boden. Spür immer wieder auch mal ganz bewusst rein, dass deine Füße fest auf dem Boden stehen. Das ist auch vor allen Dingen wichtig, wenn du Ängste hast, ja, dass du einfach deinem System erlaubst zu spüren, dass du mit beiden Füßen im Hier und Jetzt auf dem Boden stehst. Denn häufig haben ja die Ängste etwas mit der Vergangenheit zu tun, ja. Und auch wenn man Zukunftsangst hat, ja, ist es trotzdem aus der Vergangenheit das Thema, nicht sicher zu stehen, ja. Und somit erlaubt dir immer wieder, deine Fußsohlen fest auf dem Fußboden zu spüren. Gartenarbeit, Blumenpflege, wenn du keinen Garten hast, ja, vielleicht hast du einen Balkon oder Topfpflanzen, Spaziergänge in der Natur, das empfehle ich dir auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du diese Spaziergänge machst, atme ganz bewusst, spüre, wie deine Füße sich auf dem Boden abrollen. Nimm ganz bewusst wahr, dass du im Hier und Jetzt präsent bist und erlaube dir immer wieder auch das Gefühl, hier und jetzt ist alles sicher. Wenn dein Verstand losgaloppiert und dir irgendwie erzählt, wovor du alles Angst hast, erlaube dir, dich im Jetzt wahrzunehmen und erlaube dir zu spüren, dass jetzt gerade in dem Moment alles sicher ist. Denn wie viele Rechnungen auch immer auf deinem Schreibtisch liegen und die sind nicht bezahlt, ja? Wenn du durch den Wald läufst und spazieren gehst, dann in dem Moment ist alles sicher. Und dass du da einfach versuchst, dir immer wieder dieses Bewusstsein aktiv reinzuholen, dass du jetzt in Sicherheit bist. Das wäre das, was ich dir empfehlen würde. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir unbedingt ein Abonnement, damit du nichts verpasst, ein Like, ja, gerne auch einen Kommentar dalassen. Ich werde jetzt die kommenden Mittwochsfolgen die verschiedenen Chakren durchgehen mit den dazugehörigen Themen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, würde mich natürlich riesig freuen. Alle Informationen, um mit mir in Kontakt zu treten, ja, oder vielleicht willst du einfach mal nur einen Chakrenausgleich haben, einfach sagen, du Linda, das mit der Ausbildung, das ist nicht so ganz meins. Aber kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe da echt Themen. Können wir mal telefonieren? Ja, denn Chakra-Arbeit funktioniert auch hervorragend über die Ferne. Und da wirst du merken, allein schon über das Telefongespräch, wenn ich da für dich deinen Chakren arbeite, merkst du schon am Telefon, wie gut es dir geht und wirst sehr erstaunt sein, was für Folgewirkungen das in deinem Alltag haben wird. Also wie gesagt, findest alles Wichtige in den Shownotes und nächste Woche, Mittwoch, geht's weiter. In dem Fall mit dem Sexualchakra. Würde mich riesig freuen, wenn du dann auch dabei bist. Von Herzen das Allerschönste für dich. Deine